Geh mal. Hopp. Die Idee, Ziegen zu halten, kam Hans am anderen Ende der Welt. Mit 26 Jahren auf einem Trip durch Australien hat er Ziegenkäse kennengelernt. Erst später, auf Reisen in Frankreich, lernte er Ziegenkäse und Fleisch auch als richtige Delikatessen zu schätzen. Wie war der Anfang mit dem Ziegenkäse machen? Ich habe angefangen mit der ersten, ich weiß, 84. Dann war eben das so, dass ich einen Bekannten habe, der hat immer viele verschiedene Kleintiere gehabt. Und dann kommt er mal und sagt, du, ich habe 3 Ziegenzwei, also eine Ziege mit 3 Junge, ich weiß genau, und das ich gern los haben. Und dann sage ich, ja, okay, was möchtest du dafür haben? Ja, 3 Facke kann der brauchen, weil er wieder mästen wollte für Wintergreiher sozusagen. Und das hat er dann eben haben wir getauscht. Ja. Dann habe ich eine Ziege da gehabt mit 3 Junge, konnte aber nicht melken, weil unsere Kühe sind 1968 weggegangen, da habe ich natürlich auch noch nicht gemolken. Meine Mutter hat mich dann da ein bisschen unterstützt, das zu lernen wieder. Ich meine, das geht ja dann auch wieder relativ schnell, aber wenn man es gar nicht kann, bringst du halt nichts raus aus der Gasse. Mit den Frischkäseleiberln, das war eine seiner ersten Sorten, hilft die Mitarbeiterin Andrea Dehoff. Müssen wir wieder ein bisschen aufrichten hier. Ich bin dann auch früh nach Frankreich gefahren. Leider konnte ich kein Französisch, aber mit Händen und Füß geht auch viel. Und wenn man was sieht, dann lernt man vom Sehen eigentlich schon ganz schön viel. Ich meine, hätte ich jetzt eine Ausbildung zum Käser gemacht, dann hätte ich es in der Berufsschule gelernt, dann wäre es schneller gekommen. Aber ich war halt ein Landwirt, ja. Um die Landwirtschaft stand es schlecht, als Hans Kellner Ende der 70er Jahre seine Lehre beendete. Es schmerzte ihn zu sehen, wie abhängig die Eltern mit ihrer Schweinezucht vom Preis der Viehhändler waren. Selten entsprach der Lohn der geleisteten Arbeit. Seine Reisen und ein abgeschlossenes Studium eröffneten ihm neue Perspektiven. Er sah einen Weg, den elterlichen Hof zu erhalten und gleichzeitig den Wert seiner Arbeit selbst zu bestimmen. Also, wie ich angefangen habe, da habe ich mit 20 Ziegen war ich Oberbayerns größter Ziegenhalter. Das sagt schon ganz schön viel aus. Es war so, früher hat es Ziegen in Deutschland gegeben. Und mit der besseren Lebenslage nach dem Krieg, wenn es also wieder aufwärts gegangen ist, dann hat die Ziege schon langsam an Bedeutung verloren, weil es eigentlich ein bisschen so das Image habe ich gehabt von der Eisenbahnerkur, die Arme-Leut-Kur. Und so hat die Allgemeinheit eigentlich auch die Ziege gesehen. Und damit eigentlich keine Zukunft, die irgendwo wirtschaftlich eine Basis hätte. Aber ich war halt aus einer anderen Generation. Ich habe gesehen, die Leute fahren weg, die fahren nach Frankreich, Griechenland, Italien und so weiter. Und sehen dort diese Produkte. Ich meine, mir ist ja selber auch nicht anders gegangen. Ich habe sie auch mehr oder weniger im Ausland kennengelernt, diese Produkte. Und habe dann schon viel mehr Vertrauen drauf gehabt, dass diese Leute auch das kaufen werden. Und ehrlich gesagt habe ich eigentlich auch nur die Alternative gehabt, den Hof nicht zu machen. Weil ich hätte ihn bestimmt nicht konventionell mit diesen 10 Hektar Ackerbau oder sowas weitergeführt. Vielleicht ein paar Jahre und dann wäre er halt wie fast überall üblich, wäre er dann verpachtet worden und ich hätte meine Arbeit gehabt und der Hof war halt leer und tot. Frischkäse mit Curry und Datteln. Nur kleine Mengen bereiten Hans und sein Sohn Manuel vor. Gerade so viel, wie sich am Markt verkaufen lässt. Was zu lang vorgehst, die wirst du zuletzt, oder was? Im Käsesortiment gibt es natürlich auch Camembert, Käse in Salzlake oder Schnittkäse. Besonders beliebt sind die Frischkäse-Variationen. In Öl eingelegt mit Kräutern der Provence und Ringelblumen. So, okay. Oder gerollter Schnittlauch-Frischkäse. Du hast ein bisschen was von dem roten Pfeffer bitte noch mit drauf. Aber bloß ein paar einzelne Kernel zur Deko. Nach dem Studium stand für Hans fest, dass er Biolandwirt werden wollte. Die Eltern hatten den Hof noch konventionell bewirtschaftet. Hans, wie war das für deine Eltern, dass du hier den Hof umstellen wolltest?
Also mein Vater, der hat das also gar nicht verstanden und war dann auch entsprechend schwierig. Also er hat auch immer ein bisschen Angst gehabt, dass der Hof den Bach runtergeht, wenn ich jetzt da anfange, halt Kunstdünger loszuarbeiten und umzustellen auf Ziegen. Kein Mensch hat Ziegen, wer will Ziegen? Es war aus der Zeit, wo die Ziege ja aufgehört hat, hier zu existieren. Und hat dann erst eine Weile gebraucht, bis er also draufgekommen ist, dass das ja vielleicht doch funktioniert. Und wir haben also schwierige Jahre gehabt. Am Ende fand der Vater seinen Frieden damit, wie Hans den Hof weiterführt. Auch wenn er seinem Sohn gegenüber nie direkt zugegeben hat. Nicht alle Tiere kann Hans behalten, daher verkauft er auch das Fleisch der Zicklein. Seinen Ziegenkäse schätzen die Kunden. Beim Fleisch gibt es noch wenig Abnehmer. Zu Unrecht, findet Hans, denn Ziegenfleisch ist wohlschmeckend und cholesterinarm. Ziegenfleisch ist ähnlich wie Reh oder Hirsch, einfach ein mageres Fleisch. Und ein mageres Fleisch so zu braten wie ein Schweinebraten, das geht natürlich nicht gut, weil dann halt zu schnell das austrocknet und dann hast du halt noch ein trockenes Fleisch, das ist nicht lecker. Ich mache es am liebsten im Bräter mit Deckel drauf und ein Gemüsebeet rein. Das Fleisch vorher salzen, pfeffern, das braucht auch nicht viel an verschiedenen Gewürzen, weil es hat sein dezenten Eigengeschmack, also nicht, dass die Ziege jetzt vorschmeckt, aber viel Fleisch braucht nicht viel Würze, das ist genauso beim Schwein und beim Rind auch. In letzter Zeit sieht man das immer mehr, dass man also nur ein bisschen Salz drauf und das war's dann. Und ich tue ein bisschen Wurzelgemüse unten rein, Lauch, Sellerie, das war jetzt eine Petersilie-Wurzel, Zwiebel, kommt natürlich rein. Knoblauch kann man oder kann man auch nicht, je nachdem, wie die Leute so Knoblauch vertragen oder mögen. Karotten. Und wenn wir jetzt ein bisschen so in die italienische Richtung gehen, kann man noch ein bisschen Oliven oder Cocktailtomaten mit dazu. Das lege ich alles unten rein und dann kommt der Braten drauf und ab ins Rohr damit. Das war's dann eigentlich schon. Wenn ihr jetzt ein dickeres Stück wie eine Keule habt, dann braucht ihr ungefähr 1,5 Stunden, sage ich mal, großzügig, damit es auch sicher fertig ist. Es soll zum Schluss so sein, dass sich das Fleisch so ein bisschen vom Knochen schon löst, von selber. Dann weiß man auch, dass es am Knochen fertig ist. Zeit fürs Mittagessen mit den Mitarbeitern und Sohn Manuel. Also ich bin schon eigentlich überzeugt davon, dass das die nächsten Jahre und hoffentlich auch Jahrzehnte so weitergeht. Und wenn man sich die Skandale so anschaut, dann verstehe ich, dass das Vertrauen von den Konsumenten ein bisschen sinkt in diese ganze industrielle Essenskultur. Und da haben wir gute Chancen, dem entgegenzuwirken. Und da halten wir uns auch unsere Kunden her, denke ich mal. Hans lässt es sich nicht nehmen, auch selbst am Markt zu verkaufen. Heute in München am Josefsplatz. Dann hätten wir 3,12 bitte. Am Anfang waren es schon eher so die Hardcore-Bio-Leute, die gekommen sind. Die haben eigentlich alles, was Bio war, wurde damals gekauft. Es war aber auch die Struktur noch nicht da. Das heißt, es gab nicht diese Bio-Läden alle und so weiter, wie wir es heute haben, die ja eher also an nichts fehlen lassen. Aber hier haben die Kunden praktisch mitgewachsen mit unserem Sortiment. Am Anfang habe ich mal 10 Käse vielleicht gehabt und jetzt habe ich 150 etwa.
Die Fischzucht Sandau bei Landsberg am Lech. Manfred Moser und sein Enkel Marco füttern die Bachforellen immer schon morgens in der Früh. Ich war hier in Sandau eigentlich der Kleinste, der Letzte. Wir waren im Lech beim Baden im Sommer. Stehendes Wasser habe ich gar nicht gekannt. Wo ich das erste Mal ins Bad gekommen bin in Landsberg, wäre ich beinahe ertrunken, weil ich nur im fließenden Wasser geschwommen bin. Und das hat dann allein getragen. Das war also ganz toll. Die Fischzucht betreibt die Familie nun schon seit der fünften Generation. Marco, was macht ihr jetzt da? Ja, wir sortieren jetzt halt Saiblinge nach Größe. Ich habe hier so einen sogenannten Rüttelkasten. Der ist eingestellt auf 6 mm Breite. Das heißt, jeder Fisch, der kleiner ist im Durchmesser, fällt durch. Das heißt, es ist dann die kleine Sortierung. Und jeder Fisch, der größer ist, bleibt in dem Kasten und kommt wie jetzt hier rüber in die andere Rinne. Mit diesen kleinen Fischen, den Brütlingen, hat das Familiengeschäft damals angefangen. Ja, das Wasser ist anscheinend besonders ideal, gerade für Bachforellen. Also unser Bachforellenstamm ist weit bekannt in ganz Bayern.